Hi, ich begrüße euch auf dem Kanal Medien Passion. Hier ist wieder euer Patrick. Ja, Corona ist momentan das heiße Thema. Man soll nicht mehr großartig rausgehen, man soll sich überall schützen und so weiter. Da habe ich gedacht, VR, da muss ich nicht rausgehen unbedingt. Ich kann auch hier Spaß haben. Und habe gedacht, wir gucken uns mal so ein paar Apps an, die das so ein bisschen, das Leben ein bisschen leichter machen. Kino kann man auch zu Hause haben, wir so und so, auch VR. Und dachte, wir gucken mal rein. Ich habe gerade festgestellt, dass manche Apps ich nicht aufnehmen kann. Wir werden dann kurz mal drüber sprechen. Ich bin jetzt erstmal hier im sogenannten Big Screen. Big Screen ist momentan noch in der Beta-Phase. Ihr seht, ich sitze hier auf einer Couch. Und das ist sozusagen hier meine Wohnung. In diese Wohnung darf ich, kann ich Leute einladen, kann auch selbst hier einen, ja, Raum erstellen, ist Blödsinn, weil den Raum gibt es ja schon. Also ich kann hier meinen PC reinholen und vom PC aus hier auch Filme und andere Videoinhalte streamen und kann so sich mit den Freunden hier zusammen auf die Couch setzen und zusammen einen schönen Film gucken. Des Weiteren gibt es natürlich auch ein paar Kanäle, wie ihr seht. Big Screen bietet hier Kinotitel an. Die kosten auch Geld. Wird dann direkt über eure Kreditkarte bzw. abgerechnet. So, jetzt sind wir. Jetzt gehe ich hier gerade mal raus. Also, ihr seht hier 4,99 € kostet der Film. Zurzeit leider nur auf Englisch verfügbar. Ich gehe jetzt gerade mal komplett raus. So, wir sind jetzt hier in der Hauptlobby. Und da seht ihr schon mal. Da ist zum Beispiel eine Person. Guten Tag. Ich springe jetzt hier gerade mal weiter. Also ihr könnt euch hier mit dem linken Trigger bzw. rechten Trigger bewegen. Hier seht ihr, wie in einem Kino, die aktuellen Filme, die zurzeit laufen. Da haben wir einmal, sieht man leider schlecht jetzt gerade. Da hinten war Star Trek. Den Titel sehe ich jetzt gerade nicht so wirklich. Ich komme gerade nicht drauf, aber ich sehe noch nicht. Aber wir gucken mal. Mache jetzt gerade mal das Menü auf. Ihr seht zum Beispiel, ich kann mir auch hier eine Portion Popcorn holen. Noch einer beigetreten gerade, die dürften mich jetzt aktuell nicht hören. So, dann gibt. So, ich mache die gerade mal hier still. So, was haben wir noch Schönes? Ich kann ein Soda mir nehmen und kann Soda trinken. Ich kann mit Tomaten schmeißen. Ich zeige euch jetzt nur mal gerade so ein paar Sachen. Also, das können wir mal. Jetzt können wir mal gucken, was läuft denn aktuell so. Es gibt diese privaten öffentlichen Räume. Ich gebe euch mal so einen Tipp. Am Freitag gibt es hier auch einen schönen deutschen Kanal, der hier auch tätig ist und hier auch deutsche Filme bringt. Wir gucken jetzt mal, wir haben jetzt hier Inglourious Basterds aktuell laufen. Wir joinen da mal bei. Wird jetzt mal nicht so viel sprechen. Seht ihr mal das? Dauert ein bisschen, dann wird es hoffentlich scharf.
Ja. Der hat hier wohl eine sehr schlechte Leitung, was ich hier so sehe. Ihr seht ja jetzt auch, jetzt kann ich hier hin und her springen. Also die Leitung von dem Anbieter ist gerade nicht so schön. Weil der Film hängt. Ich springe jetzt mal in den nächsten Kanal rein. So, also ihr seht, da ist die Qualität auf jeden Fall besser. Wir sehen uns auch wieder einen englischen Film an. Ah, schade, der ist. Also ihr seht, wir können euch mit den Leuten jetzt hier auch unterhalten. Ich gehe mal in den anderen Raum rein, aber ich will jetzt hier nicht so viel Filme zeigen. Hier habe ich jetzt gar keinen Ton. Ja, ich gehe mal zurück in meinen Raum. Weil man muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Also hier werden auch Filme, ich will nicht sagen illegal gezeigt, aber ja, teilweise schon. Also von den Leuten gestreamt, die man nicht unbedingt zeigen darf. Ich hätte, also es gibt auch 3D-Räume, die sind wirklich super. Ich will mal gucken, was haben wir denn noch Schönes? Können uns auch gleich mal einen Trailer angucken. Rift Screen. Gucken wir doch mal, was das ist. Nee. Schon ist der 3D nicht. Ah, Moment, jetzt nochmal Platz. Jetzt könnte es klappen. Jetzt kommen wir in den 3D-Raum. Da wird aber nicht wirklich was 3D-mäßiges. Ah, doch. Okay, ich gehe ja auch wieder schnell raus. Gucken mal kurz noch hier rein. Wie gesagt, ich habe jetzt hier wirklich Schiss, dass ich hier zu viel zeige. Und das Video dann. Aber es ist immer ein Trailer, denke ich, kann ich ohne Probleme zeigen. Den gucken wir uns jetzt mal an. Also ihr seht hier die Sitze und so weiter, das ist quasi echt wie in einem Kino. Jetzt tut sich was. Das ist jetzt auch wieder auf 3D. Und das Schöne ist wirklich, wenn euch das zu nah ist oder so, könnt ihr euch hier jetzt umsetzen. Und seht es erstmal aus einer anderen Perspektive. Okay, ich gehe ja auch wieder raus. Ihr seht, es gibt hier verschiedene Kanäle, die ihr euch definitiv angucken könnt. Die teilweise von Big Screen angeboten werden. So, jetzt kann ich halt wie gesagt mein Popcorn hier nehmen. Oder hier mein Soda.
kann halt so ein paar witzige Sachen machen. Der Film ist scheiße, schmeiße ich eine Tomate danach. Ich kann auch 3D painten. Also es geht auch alles. Kann ja also. So. Wie gesagt, ich will es hier nicht übertreiben. Und gehe da mal wieder raus. Also ihr seht so ungefähr ein bisschen das Prinzip. Big Screen ist einfach ein großer Fernseher, den ihr vor der Nase habt. Ich kann auch eigene Räume jetzt erstellen und mit den Leuten halt mich unterhalten. Das Ding kostet nichts. Gibt es für die Quest, gibt es für die Rift, also gibt es für jedes System. Wo es noch nicht erschienen ist, das ist ein bisschen schade, finde ich, ist auf der PlayStation. Ihr seht ja zum Beispiel auch einige Räume, die ihr selbst erstellen könnt. Wo ihr nachher auch eure. Das ist jetzt mein eigener Raum, eigener Kino. Ich kann ins moderne Kino gehen. Da waren wir eben schon. Ich kann mir das Ganze auch im Wald antun. Was auch sehr nett ist. Ich weiß gerade nur nicht, wo der Bildschirm dann erscheint. Ich vermute hier. Das habe ich mir jetzt auch noch nicht angeguckt. Theater, was ist das? Seht ihr, also nicht in einem kleinen Kino. Cinema. Gucken wir auch noch mal kurz rein. Wie gesagt, das ist auch sehr nett. Also ihr seht das Prinzip. Wie gesagt, das ist Luxustheater. Das ist Big Screen. Schaut hier, ist es jetzt zu dunkel? Sieht nur die Dame, die dann vorbeikommt und fragt, was man so gerne hätte. So, wie gesagt, Leute, das ist. Hier kann ich euch nochmal kurz zeigen: Hosting. Hier kann ich meinen Raum eintragen. Es gibt eine Software auf dem PC, die kann ich runterladen und kann hier meinen eigenen Content hier streamen. Wie gesagt, das ist Big Screen. Legal Filme ausleihen auch. Also nur kurz dazu nochmal. Ihr zahlt, also wenn es euch egal ist und ihr könnt wollt die Filme auch auf Englisch gucken, zahlt ihr für den Film, gehen wir gerade nochmal rein. Ich glaube generell 4,99. Ja, hier 3,99. Ihr wählt quasi. Ihr wählt quasi die Uhrzeiten aus, die ihr gerne gucken wollt. Und dieses Ticket zahlt ihr alleine. Ihr könnt aber auch. Moment, ich mach die gerade mal. Ich gehe mal zurück. Ihr zahlt quasi für euch das Ticket. Habt ihr Freunde, zahlen die natürlich auch nochmal. Ich hoffe, dass es bald auch in Deutsch erhältlich ist. Das wäre einfach spitze, weil dann kann ich mir wirklich vorstellen, hier öfters mir mal einen Film anzugucken. Ja, das war Big Screen. Ich gehe jetzt bei mir mal ins Quest-Menü zurück. Das ist was, was ihr halt zusammen machen könnt. Jetzt zeige ich euch nur mal gerade ein paar Alternativen. Es gibt auch mittlerweile Amazon Prime. Ich kann es euch leider hier nicht zeigen, weil die Aufnahme dann abbricht. Das haben die gut von Amazon gesperrt. Hier könnt ihr ganz normal eure Prime-Videos auf einer großen Leinwand streamen. Dasselbe gibt es auch für Netflix. Ihr habt hier so ein, ihr sitzt hier quasi auch auf so einer Couch und schaut euch alleine, die sind halt wirklich alle alleine, Filme an. Klar, es gibt noch andere Videosysteme, aber wie gesagt, das sind nur Streamingdienste, die eure eigenen Filme dann abspielen.
So, Skybox ist auch einer. So, jetzt wollen wir noch mal. Jetzt haben wir die Videogeschichten, glaube ich, ganz gut abgehakt, so ein bisschen. Wo ich jetzt gerne noch mal reingucken möchte, sind die normalen Sachen. Also ihr wollt euch gerne mit anderen Leuten treffen, ihr wollt einfach ein bisschen schwätzen, ein bisschen Unterhaltung haben. Dann gibt es zwei, drei Anwendungen. Wir haben einmal hier den VR-Chat. Jetzt hoffe ich, dass ich den noch eingerichtet habe. Okay, ich war da ewig und schalte nicht mehr drin. Jetzt lädt er mir gerade noch was runter. Muss jetzt ehrlich sagen, ich habe den, glaube ich, einmal benutzt bis jetzt, aber es ist halt eine schöne Alternative. Ja. Ich habe doch irgendwas auf. Ihr seht also, jetzt kann ich mich hier drinnen bewegen. So, ich gehe mal. Ich muss gerade noch was umstellen. Ich besitze nämlich gerade im Moment. Ihr seht hier, kann ich einige Räume auch besuchen. Ich muss das gerade mal neu zentrieren. Das ist mein Bauch. Ich habe mich gerade ein bisschen zurückgelehnt und schon habe ich, sehe ich meinen Bauch. Okay. Den sehe ich schon oft genug. Wir können ja mal gucken. Also ihr seht auch, wie viele Leute hier drin sind. Es gibt hier auch Spiele. Jetzt einfach mal hier rein. So, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob mein Mikro an ist. Ihr seht, ich kann den jetzt hier vorschieben. Ich glaube, mein Mikro ist auch an. Ich will gerade mal gucken. Okay, jetzt habe ich mich leise geschaltet. Stumm. Gerade mal gucken, was man noch einstellen kann. Wie gesagt, ich habe das jetzt ewig nicht mehr gespielt. Comfort und Safety, Holoport will ich eigentlich gar nicht. Locomotion, Comfort Tuning, Personal Space. Okay, mein Mikro ist aus. Was ist ein Upgrade-Account? Okay, gehen wir mal wieder raus. So. Jetzt habe ich auch meine Steuerung umgestellt und kann mich normal bewegen. Also wie gesagt, man kann sich halt hier jetzt unterhalten. Also auch hier ist man in Corona-Zeiten. Nicht alleine. Gucken wir mal, was es noch gibt. Ah, ich kann jetzt hier auch mal
Filter anschalten. Nicht dieser Hase. Okay. Wir gehen mal wieder ins Haus zurück bei uns. Bietet er mir jetzt noch mal eine andere Welt an? Ja, das ist meine jetzt. Wenn ihr da mehr wissen wollt, es gibt hier wirklich einen super Experten, kann ich wirklich mal empfehlen, den Kanal vom Lenny, den werde ich unten mal rein verlinken. Der ist da ein Experte in VR Chat. Schaut da mal rein, weil ich muss mich jetzt auch erstmal wieder reinfriemeln. Was es noch für Welt gibt. Soweit ich weiß, da war ich auch mal drin. Das ist ein Spiel. Da muss man den, muss man. Den Mörder finden. Das sind die normalen Geschichten. Die Räume. Was ist das? Kommen wir auch mal rein. Eine Karaoke-Bar? Okay. Ich bin nicht so ganz durch. Okay, hier habe ich mal eine Ruhe. Nicht anscheinend drücken, oder? Okay, wie gesagt, ich bin jetzt hier ein bisschen vorsichtig mit der Musik. So, ich gehe jetzt noch mal in einen anderen Raum rein. Frau Elchett hat übrigens auch einen Discord, wie ihr vorhin schon gesehen habt. Wir gehen jetzt hier mal in diesen Raum, mal gucken, wie der aussieht. So, hier bin ich anscheinend auch nicht alleine. Restroom, guck mal. Also, Toiletten, alles da. Guck mal, da bin ich. Jetzt bin ich auch wieder angeschaltet. Seht ihr, mein Mund bewegt sich. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So.
Okay, Toiletten gehen kann man ja auch. Da ist eine ganze Schar von Leuten. Ich weiß nicht so genau, was jetzt hier passiert. Ah, die haben mich, glaube ich, eben rausgeschmissen. Das ist ein Portal, wie ihr es gerade wohl merkt, ich auch. Wie gesagt, ich habe es wirklich immer nur kurz angetestet bis jetzt. Muss mir das mal wieder ein bisschen öfters antun. Doch in jedem Raum wieder das Mikro anscheinend eingeschaltet. PC World. Also Spielprinzip ist, glaube ich, klar. Man kann sich hier. Ganz nett beschäftigen, auch mit seinen Freunden. Und sagt einfach mal, trifft sich mal und erhält sich ein bisschen, hat seinen Spaß. Ja, das war VR Chat, hätte ich gesagt. Wie gesagt, ich will jetzt hier nochmal so ein paar vorstellen. Ja. Jetzt kommen wir mal zu dem König. Ich muss gerade mal gucken, ob ich den hier habe. Ich das nicht installiert? Stimmt, als PSVR gibt es auch noch. Nein, stopp. Wo ist es denn? Gucken wir einfach mal. Da haben wir es. Das allzeit bekannte Spiel oder auch Community Chat Rec Room. Auch bekannt, ja, für den Kindergarten. Ich locke mich mal ein und lande erst einmal in meinem Zuhause, was erstmal ganz nett ist. Es werden auf der Quest nicht alle Räume dargestellt. Das kriegt die Quest nicht hin. Ist da ein bisschen abgespeckter. Was ganz interessant ist, das spiegelt es mittlerweile auch für die. Also gut, für das Spiel ist immer übertrieben. Es gibt es halt auch für die PlayStation. Da darf man auch mal rein. Und was ganz witzig ist mittlerweile. Oh, ich habe was bekommen. Also, man kriegt hier auch jedes Mal. Neue Sachen. Jetzt seht ihr mal, was ich meine. Normalerweise, wenn ihr das Spiel jetzt in, da seht ihr wieder, hallo, ich grüße euch nochmal. Wenn ihr das Spiel auf der PlayStation habt, seht ihr hier den Spiegel auch hinten noch ein bisschen was. Also Spiegel tatsächlich. Außerdem habt ihr hier an dieser Wand,
Ich will gerade mal gucken. Nee, habt ihr normalerweise die Events, die so stattfinden? Also nicht wundern, ich sitze gerade, deswegen bin ich etwas niedriger. Was ganz Witziges, ich habe jetzt hier die. Ich habe hier auch wenig zu trinken stehen. So eine Warte kann man hier auch anpassen. So, wir gehen jetzt mal ins Rec Center. Wundert euch nicht, es wird wahrscheinlich jetzt wieder etwas lauter werden. Man kann sich auch hier dann in Gruppen vorwärts bewegen, man kann einige eigene Räume kreieren. Und jetzt im Moment wieder. Ich habe gerade Probleme. Er geht nicht ins Rec Center. Probieren wir es nochmal. Lädt nochmal neu. Okay. Jetzt seht ihr, was ich meine. Wie gesagt, ich stelle mich jetzt gerade mal. So, ihr seht hier, kann ich einige Sachen aufrufen. Das ist jetzt sogenannte. Moment, bin ich jetzt still oder nicht? Test, Test, Test. So, jetzt bin ich still. Die Sprachen etwas runter. So, wie gesagt, hier gibt es jetzt einige Sachen, die man auch machen kann. Es ist halt nicht so detailreich wie auf der PlayStation, es ist wirklich abgespeckter. Ihr könnt hier wirklich trotzdem fast alles machen. Irgendwo liegt da wahrscheinlich auch ein Ball. Bisschen Tischtennis spielen. Ihr könnt auch ein Wässerchen trinken. Hier könnt ihr dann eure Tokens, die ihr bekommt, durch verschiedene Aktionen einlösen. So, wir gucken jetzt mal. Ich würde mich jetzt so viel zeigen, muss ich jetzt ehrlich sein. Gucken nochmal auf die Spiele, die es gibt. Es gibt also Paintball zum Beispiel, was ganz lustig ist. Testparcours, den kenne ich jetzt auch nicht. Ja, wir gehen mal ins Paintball rein. Gesagt, das geht alles in Gruppen auch. Da könnt ihr euch gemeinsam auslassen. Ihr könnt eure eigenen Inseln gestalten. So, was jetzt? Ich bin rausgeschmissen worden oder ist da Milliarden? Gerade ein bisschen merkwürdig. Ne, ich bin drinne. Okay. Oh, jetzt werde ich gleich reingeschmissen. Capture the Flag spielen wir. Ja.
Oh, der hat mich erwischt. Ich bin aus. Keine Ahnung warum. Wir haben uns gegenseitig. Also, das ist ganz lustig. Jetzt gehe ich mal da hoch. Ha! Den habe ich. Das ist lustig. Das ist echt lustig. Komm, aber die Fahne von denen kriegen. Da wäre sie gewesen. Schützt den mal ein bisschen. Na also, wieder ein Punkt erzielt. Ah, der macht uns alle platt hier. Okay, jetzt bin ich rausgekommen. Ins Wasser.
Versteck mich mal. Ah. Hat mich erwischt. Wer getroffen worden? Ich will das jetzt gerne noch zu Ende spielen, weil man kriegt dann diese Bonuspunkte. Lassen wir stehen, ich beschütze jetzt mal unsere blaue Flagge. Das ist halt gefährlich, es kann wirklich von allen Seiten kommen. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie lange diese Runde noch geht. Ich habe ihn aber, glaube ich, auch noch erwischt. Ja, also jetzt habe ich euch mal so ein paar Anwendungen gezeigt. Und damit möchte ich es jetzt auch erstmal für heute gut sein lassen. Also ihr seht, es muss nicht langweilig sein. Man kann sich auch so treffen mit seinen Freunden. Daher. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut mal vorbei bei uns. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch mal den Kanal. Würde mich sehr freuen. Okay, eine Minute machen wir noch. Da hinten ist einer. Das ziehen wir jetzt noch durch. Nehme ich jetzt euch auch die Minute noch mit. Der ist schon tot. Gehen wir da hoch. Gut, das war's. Für euch ist es ja auch Game Over. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt kriege ich noch ein Geschenk. Gucken wir mal rein. Jetzt gibt es wieder ein paar Coins. 50 nur. Okay. Wir haben sogar gewonnen. Wir haben einen Punkt gemacht. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Das war mal so eine kleine Einführung in die 2-3 Anwendung. Thank you.